Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part Let's Play Pokémon Smaragd. Das ist der Part, in dem wir die drei Rikis fangen werden. Wir haben ja noch drei freie Stellen auf der Map. Das liegt daran, weil die drei Rikis sich in Orten befinden, die wir noch nicht erkundet haben. Und genau, man braucht, um die drei Rikis zu fangen, in der Smaragd-Edition. Wichtig ist, ich betone Smaragd-Edition, in der Rubin und in der Saphir ist es ein bisschen anders. Da muss man nämlich Vylord an letzter Stelle drin haben und Relikant an erster Stelle. In Smaragd ist es genau andersrum, laut dem Pokewiki. Genau, ich habe mir währenddessen ein Vylord gefangen und mir ein Knackleon geholt und es auf Level 41 trainiert, dass es quasi Schaufler erlernt, weil wir haben leider die TM Schaufler nicht mehr, deswegen musste ich mir ein neues Pokémon fangen, was die Schaufler beherrschen kann. Genau, und achso, wir brauchen noch einen Taucher. Ich glaube, wir haben unser Relikant, kann glaube ich tauchen. Genau, dann haben wir soweit alles. Dann aktiviere ich noch schnell einen Schutz, dass wir hier nicht genervt werden von irgendwelchen Viechern. Genau, dann müssen wir jetzt irgendwie in die Siegelkammer kommen. Wir waren ja bereits schon mal in der Siegelkammer, wenn ihr euch erinnert. Hierzu muss man genau richtig die Strömung entlang gleiten. Die ganzen Trainer haben wir auch schon alle besiegt. Fleißig wie wir waren. Und das war falsch. Gleich nochmal von vorne. Ja, dann toll. Und auch so, dann noch so eine weite Strecke. Voll die Strafe. Naja. Ich glaube, wir müssen erstmal ganz weit unten hin. Vielleicht wirkt der Schutz nicht mehr. Ich kenne das wahrscheinlich. Ach man, ja, komm. Treibst es bloß nicht auf die Spitze. Wasser. So, jetzt hier runter. Wir gehen so tief, wie es geht. Jetzt wird mir hier wieder hoch getrieben, dann da lang. So, wo waren das jetzt? Ich glaube hier, oder? Hier muss man ein bisschen rumprobieren. Beim ersten Mal wird es, glaube ich, keiner schaffen. So, und hier ist es, glaube ich, jetzt der Knackleon-Punkt. Ich mache mal ein Safe State, falls ich es verkacke. Nehmen wir mal den da unten, den 23.05. So, probieren wir es mal von dort aus. Ah ja, perfekt. Genau, jetzt sind wir hier. Und tauchen nach unten. Gut, dann tauchen wir hoch. Taucher hier. Gut, ich habe keine Ahnung, was da steht. Ne? Also, ich kann es nicht lesen. Wer auch immer das lesen kann, mein Respekt. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier Schaufel benutzen. Deswegen haben wir unsere Vibrava dabei. Ah ja, perfekt. So, hier sind noch weitere Steine hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, tut mir leid. Jetzt weiß ich, wie sich ein Analphabet fühlt. So, bam. Und jetzt? Das hörte sich an, als würde irgendwo eine Tür geöffnet. Nicht nur eine Tür, es sind drei. Mit welchen fangen wir denn an? Fangen wir zuerst mit Regirock an. Regirock befindet sich ja in der Wüste. Jetzt würde ich aber vorschlagen, wir lagern zuerst mal die ganzen Pokémon ab, die wir jetzt nicht brauchen.
Wie öffnet man nochmal die Kammer von Rigirock? Ich weiß es nicht mehr. Nur so ganz, ganz grob habe ich es, glaube ich, im Gedächtnis. Muss mal kurz überlegen. Also die Rigirock öffnet man, soweit ich weiß, wenn man... Man braucht da, glaube ich, Stärke dafür. Das heißt, ich lagere jetzt mal... Ja, ich lagere jetzt mal mein Pokémon in die Box rein. Mein Wailord, das brauchen wir ja nicht mehr. Und dann die Brava brauchen wir auch nicht mehr. Ach übrigens, ich war zwischenzeitlich bei der Pension und habe meine Pokémon abgeholt. Trasse ist jetzt auf Level 42 und Kadabra auf Level 47. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt meine... Warum ich jetzt so andere Pokémon dabei habe. Genau, dann... Ja, ich glaube, wir brauchen Stärke. Wir brauchen Stärke, Fliegen und sonst nichts. Genau, genau, genau. So, dann, nein, 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 nein. Erstmal hier wieder den Schutz aktiv machen. Kaufen Sie jetzt den neuen Schutz aktiv von der Marke XY. So, hier hat sich jetzt was geöffnet. Genau, die Wüstenruine. Soweit ich weiß, muss man hier drauf drücken. Dann drei runter. Und dann zwei nach rechts. Soweit ich es im Kopf habe, ich habe keine Ahnung, ist 10 Jahre her, wo ich das zuletzt gemacht habe. Und dann Stärke benutzen. Wir haben keine Stärke, nicht wahr? Ich dachte, mein Relikant kann Stärke. Ich habe mich geirrt. Okay. Fehler von mir. Tut mir leid. Ja, ja. Dieser Part, der ist aufwendig. Ich bin noch ein bisschen genervt, weil das schon ein Akt war, die ganzen Sachen vorzubereiten. Aber egal. By the way, ich werde die Regis nicht fangen, ich werde sie einfach besiegen, weil ich habe sie schon mal gefangen in Pokémon Rubin und ich glaube sogar in Saphir. Ich muss sie nicht nochmal fangen. Also, falls ihr sehen wollt, wie ich die fange, könnt ihr gerne mal das Video anschauen. Aber hier werde ich es jetzt nicht fangen. Genau, man muss sich quasi so hinstellen, wie wir jetzt stehen und dann Stärke einsetzen. Oder auch nicht. Ganz kurz, ich schau mal schnell im Wiki nochmal nach. Wie heißt denn dieses Ding hier? Wüstenruine. Schauen wir mal rein. Wüstenruine. Wüstenruine. Wie öffnet man die? Entschlüsselung. Pokémon Smaragd. Ach man, okay, das funktioniert im Markt anders. Okay, gut, dass ich es zeige, weil im Pokémon Rubin ist es das mit der Stärke. Zweimal rechts und zweimal hinunter. Okay, es war nicht dreimal... Okay. Also, Pokémon Smaragd 2. Wir brauchen Zertrümmerer. Haben wir Zertrümmerer? Ich glaube schon. Also, 2 links. 2 runter. Und dann Zertrümmerer. Ah ja. Okay. Hallo Rigirock. Oh, jetzt kommt einer meiner Lieblingsmusik-Titel. Genießt es einfach. Ich werde die ersten Sekunden jetzt nichts sagen. Genießt einfach die Musik.
Ach, geil. Eine meiner absoluten Lieblings-Soundtracks der gesamten Pokémon-Serie. Genau, ich habe ja gesagt, ich werde sie fangen, deswegen... Ich will euch nur zeigen, wie man es bekommt. Von daher besiege ich es jetzt einfach. Weil ich glaube, wenn ich es wirklich fangen würde, das würde den Part enorm in die Länge ziehen. Und gerade die Regeln sind nicht so leicht zu fangen. So, das war Regis. Regirock. Jetzt kommt Regis. Genau. Das ist, was ich gerade gemeint habe. Gut, viele sagen Regieis. Es heißt wahrscheinlich auch Regieis. Wahrscheinlich sagt man es auch so richtig. Aber ich sage Regis, weil ich hab's mir einfach über die Jahre sage ich schon Regis. Ich weiß, es heißt Regieis, aber trotzdem, ne? Also habt Verständnis, dass ich Regis sage, auch wenn es manche von euch vielleicht triggert. Aber so ist es nun mal, ja. Ich weiß, es heißt Regieis, okay? Gut, dann hätte man das geklärt. Warte, was ist da unten? Warum ist da Sand hier? Egal, das fällt mir jetzt auf. Oh Gott. So, Regis ist übrigens, ihr seht es ja auf der Map, wo wir jetzt hin müssen. Der gelbe Punkt da unten links auf der Map. So, Surfer. Schutz meine ich. Ja, Surfer und Schutz. So, by the way, in der Smart-Edition ist was, etwas hier dazugekommen. Ich kann schon mal was von hinweg spoilern. Da vorne gibt es eine Unterwasserstelle, die erschienen ist. Glaube ich zumindest. Oder vielleicht erscheint die auch später, ich weiß es nicht. Okay, die erscheint erst später. Aber egal, später werden wir nochmal hier hinkommen. So, soweit ich weiß, funktioniert es so, man muss... Fliegen, glaube ich, einsetzen. In die Mitte des Raumes sich stellen und Fliegen benutzen. Wahrscheinlich wird das nicht funktionieren. Nein, dann schaue ich schnell nach. Wie heißt denn diese Höhle eigentlich? Checken wir nochmal den Namen. So. Inselhöhle. Okay, Moment, ich schaue nochmal nach. Inselhöhle. So, also ich habe das, glaube ich, privat noch nie geschafft, die ganzen Regis zu fangen, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Hey, man kann hier in Oras sogar hier Regigigas fangen. Interessant. 4 Uhr bis 20 Uhr, wenn man Regirock, Regis und Regisil im Team hat, Regis einen Spitznamen gegeben hat und es ein Eis-Item trägt. Interessant. Hätte ich die ganze Zeit Regigigas fangen können. Habe ich die ganze Zeit nicht gewusst, okay? Als Items zählen Stratos-Eis, Schneeball, ewiges Eis oder Eisbrocken. Ja gut, aber wir wollen jetzt hier... Ach, das ist cool. Laufe einmal an der Höhlenwand entlang. Bleibe nahe der Wand und renne eine Runde umher. Okay. Achso, das steht wahrscheinlich hier drauf. Laufe einmal an der Höhlenwand entlang. Dann machen wir das mal. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht. Deswegen ist es völlig neu für mich. Ah, cool. Das ist cool. Bei einem Pokémon, okay, man muss hier warten im Pokémon Rubin und Saphir. Interessant. Warte 2 Minuten. Okay. Hallo, Regis. Geheimpower. Und was kommt raus? Nix kommt raus. Ich denke immer, das wäre Naturkraft. Achso, scheiße. Ich habe ja die Animation ausgemacht. Weil ich währenddessen noch beim Trainieren war. Um mir quasi das Wylord hochzuziehen. Deswegen werden jetzt hier keine Attacken angezeigt. Mache ich sofort wieder an. So, das war Regis. Dann gibt es nur noch einen. Animation ein. Dann gibt es nur noch einen Regi. Nämlich Registil. Ich glaube sogar, dass in den neuen Generationen weitere Regis hinzugekommen sind, ne?
Finde ich total bescheuert, aber okay. So, das Registier befindet sich hier. Währenddessen schaue ich nach, wo man was man tun muss, um Registier zu kriegen. So, kleinen Moment, ich schaue da schnell nach. Okay, hier brauchen wir Blitz dafür. Gut, dass wir gleich geschaut haben, weil sonst hätte ich wieder zurücklaufen müssen. Auf der Inschrift steht übrigens, die unseren Willen erben, erstrahlen im Zentrum. Interessant. Also laut PokeWiki. Ne, ich kann nur zitieren, was PokeWiki mir sagt. Ich habe selber keine Ahnung davon, weil ich das noch nie gemacht habe. Genau, unser Mirapla kann Blitz. Dann nehmen wir mal Mirapla mit. Kleinstein brauchen wir ja nicht mehr. Genau, in Pokémon Rubin und Saphir muss man sich in die Mitte des Raumes stellen und Fliegen benutzen. Genau, das habe ich gerade mit der Eiskammer vertauscht. Das wirkt nicht mehr. I don't care about that. So. Lass mich durch. Gut, die Kammer von Registeel befindet sich hier hinten. Nämlich hier. So, jetzt müssen wir quasi das lesen. Also hier steht quasi, die unseren Willen erben erstrahlen im Zentrum. Wer auch immer das lesen kann, meinen Respekt. Ich weiß gar nicht, ob es diese Schrift gibt, aber das ist Blindenschrift, ne? Naja. So, stell dich in die Mitte des Raums und setz die VM5 Blitz ein. Machen wir das mal. Und offen. Gut, und hier ist der letzte Registeel. Ah, Registeel ist ein Stahltyp. Ist ein bisschen schwieriger für uns Oxato, es auszunocken. Ja, ein bisschen ist gut. Jetzt soll ich doch mit Psychokinese angreifen. Halb so wild. Es hat ja nur Level 40. Eigentlich hätte es ein höheres Level verdient. Ich meine, man hat ja zu dem Zeitpunkt die Liga durch. Und man kann die drei Regis sowieso erst bekämpfen, wenn man die Liga durch hat. Gut, das war's. Wir haben jetzt die drei Regis zum dritten Mal in einem Let's Play encountered. Dann fliege ich mal zurück in eine Großstadt und dann schauen wir uns... ja, ich weiß selber nicht, was beim nächsten Mal kommt. Ich glaube... Ja, es kommen weitere legendäre Pokémon. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Also, bis dann, euer Anker. Ciao.